Wodurch lässt sich die Ausbeute einer Gleichgewichtsreaktion erhöhen? Als eine der wichtigsten Größen haben wir schon die Temperatur kennengelernt. Exotherme Reaktionen verlagern ihr Gleichgewicht nach links, wenn wir die Temperatur erhöhen. Endotherme Reaktionen verlagern ihr Gleichgewicht nach rechts, wenn wir die Temperatur erhöhen. Dies kann man quantitativ mit der Van't-Hoff'schen Reaktion isobare ausrechnen. Man kann diese Aussage aber auch verallgemeinern. Das Prinzip von Le Chatelier und Brown sagt, dass ein System im Gleichgewicht einem Zwang ausweicht. Dieser Zwang kann in einer Zufuhr oder Abfuhr von Wärme, Volumenarbeit oder Stoffmenge bestehen. Das Ausweichen besteht in einem Verbrauch dieser zugeführten Menge. Eine endotherme Reaktion verbraucht Wärme. Wenn wir Wärme zuführen, in Form einer Temperaturerhöhung, verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung, in die die Wärme verbraucht wird, also nach rechts. Der Zerfall von N2O4 ist endotherm. Die Enthalpie nimmt bei dieser Reaktion zu. Wärme wird verbraucht. Diese Reaktion ist auch endochor. Das Volumen nimmt bei dieser Reaktion zu. Delta V ist größer als 0. Bei Temperaturerhöhung verschiebt sich die Reaktion nach rechts, weil in diese Richtung die angebotene Größe verbraucht wird. Bei Druckerhöhung erniedrigt sich die Ausbeute an NO2, weil die Rückreaktion mit einer Verringerung des Volumens verknüpft ist. NO2 ist braun gefärbt, N2O4 ist farblos. Bei Temperaturerhöhung wird das Gas intensiver gefärbt, bei Druckerhöhung wird das Gas weniger intensiv gefärbt. Alle exothermen Reaktionen verschieben ihr Gleichgewicht mit zunehmender Temperatur nach links. Es ist also empfehlenswert, diese Reaktion bei möglichst tiefer Temperatur durchzuführen. Diese Aussage gilt nicht nur für chemische Reaktionen, auch physikalische Prozesse kann man damit diskutieren, etwa die Absorption von Kohlendioxid in Wasser. Ein exothermer Prozess bei möglichst tiefer Temperatur durchzuführen. Alloendothermen Prozesse sollten bei möglichst hoher Temperatur durchgeführt werden. Das Brennen von Kalk war ein Beispiel, was wir schon genannt haben. Physikalische Prozesse können wir hier aufführen, zum Beispiel das Verdunsten von Wasser. Alle exochoren Prozesse sollten bei möglichst hohem Druck durchgeführt werden, weil dadurch die Ausbeute des Produktes erhöht wird. Und alle endochoren Prozesse sollten bei möglichst geringem Druck durchgeführt werden, beziehungsweise unter Beigabe von Inertgas zur Verdünnung. Man kann die Produktausbeute bei einer Gleichgewichtsreaktion auch erhöhen, indem man entweder ein Edukt im Überschuss zugibt oder ein Produkt abtrennt. Das Abtrennen kann durch Destillieren oder durch Ausfällen oder durch Abfangen mit Komplexbildnern zum Beispiel geschehen. Hartnäckig endergonische Reaktionen kann man erzwingen, wenn man stark exergonische Reaktionen damit koppelt. Die Synthese von Glucose-6-Phosphat ist endergonisch, würde freiwillig spontan nie stattfinden. Erst durch die Kopplung mit einer stark exergonischen Reaktion, nämlich der Bildung von ADP, wird die Gesamtreaktion exergonisch. Man kann sich ein mechanisches Analogon vorstellen. Ein Gewicht wird freiwillig niemals sich nach oben bewegen. Wenn wir aber ein größeres Gewicht haben, was sich freiwillig nach unten bewegt, können wir die beiden Gewichte koppeln und die Gesamtreaktion ablaufen lassen. Eine weitere Möglichkeit, eine endergonische Reaktion zu erzwingen, ist die Zufuhr von Nutzarbeit, also von elektrischer Arbeit oder etwa von Lichtenergie. Die Photosynthese würde spontan niemals ablaufen. Die freie Enthalpie wird hier in Form von Lichtenergie zugeführt. Vergleichbar ist dies mit einem Gewicht, welches sich freiwillig niemals nach oben bewegen wird. Nur durch das Leisten von Arbeit, das Ankoppeln, in dem Fall einer Seilwinde, können wir den Prozess erzwingen. In der Industrie werden zahlreiche endergonische Prozesse durch Zufuhr von elektrischer Energie durchgeführt. Das sind die bekannten Elektrolysen. Wir können Gleichgewichte nach dem Prinzip von Le Chatelier und Brown verschieben. Für endochore Prozesse gilt hoher Druck. Für exochore Prozesse gilt niedriger Druck. Für endotherme Prozesse gilt hohe Temperatur, für exotherme Prozesse gilt niedrige Temperatur.